Hallo zusammen, mein Name ist Raphael Kandra und ich spiele für den Paderborner Squash Club. Ich habe heute eine Challenge für euch namens Socken Squash. So, als allererste Übung habe ich für euch das Balancieren mit den Socken oder auch mit der Klopapierrolle. Nehmt euch dazu einen Squash-Schläger, einen anderen Schläger, wenn ihr habt, oder ein Buch. Ich zeige es euch am besten mal im Buch, die meisten haben keinen Schläger zu Hause. Und ihr fangt an, mit dem Socken und dem Buch zu balancieren. Sieht dann ungefähr so aus. Das gleiche in grün mit der Klopapierrolle. Habt ihr ein Gefühl dafür bekommen, dann steigern wir das Ganze und ihr sucht euch eine Wand zu Hause. Das gleiche dann gegen die Wand. Sieht dann so aus. So, das gleiche dann mit der Klopapierrolle. So, wenn ihr das auch schon drauf habt, kommt ihr zur letzten und zur eigentlichen Challenge. Ihr sucht euch einen Eimer, Papierkorb, stellt ihn auf knapp 2 Meter Entfernung auf und versucht mit den Socken oder den Klopapierrolle und dem Buch dort reinzudrücken. Ich zeige euch das mal einmal, wie das aussieht. Ja, siehst du? So klappt das. Das Ziel sollte ungefähr sein, einen von 5 Treffern zu entfernen. Das versucht ihr mal, probiert es mal aus. Das war die Bewegungs-Challenge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Toi, toi, toi. Und bleibt gesund und hoffentlich bis bald im Aaron Sportpark. Bis dahin. Ciao, ciao.